Ich hatte Magen-Darm-Probleme und habe die Konsistenz meiner biologischen Abführung versucht, dem Zuschauer näher zu bringen. Wenn man ganz großes Pech hat, erzählt er einem auch von seinem Durchfall. Ihr kleinen Petzliesen habt einen kleinen Pimmelwurz. Fang an, wirres Zeug zu sprechen. Diese ganzen anderen Sender, die mir einen Dreck machen. Freunde, jetzt fängt schon an, dass meine Zunge anfängt zu faulen. Meine Damen und Herren, wenn Sie gerade hier Kabel 1 einschalten, Sie erleben gerade für Sie eine Weltsensation. Was ist denn Bakelei? Du Scheiße! Wer sieht dieses Kackprogramm? Und ich leg meinen benutzten Schuh auf der Wand drauf. Sie verpisst der Hausmeister Haus ab. Und jetzt mal ganz ruhig. Ich habe meine Gefühle und Emotionen im Griff, meine Damen und Herren, Sie sehen das? Das kann nicht wahr sein, Leute. Scheiß mich doch nicht so an jetzt. Jetzt mach mich nicht fertig. Ich hab Stuhl, liebe Fernsehzuschauer. Man nennt es auch Spritzwurst. Das ist ganz eklig, wenn das Ding in die Schüssel knallt. War ein wertiger, unrasierter Typ da reinwatscheln hier. So, Freundchen, wenn du mich noch einmal anschreist, breche ich das Spiel ab und verlasse live hier dieses Studio. Du kannst nicht wahr. Stellen Sie sich vor, Sie werden geboren als Kachelelement innenwendig einer Gloschüssel. Es kann nicht sein, dass Sie noch dümmer sind als ich. Das ganze Leben lang werden Sie voll geschissen. Herrgott, yes, ist noch einmal. Also jetzt los. Gehen Sie um Himmels Willen nicht zum Möbelland Hochtaunus. Um Gottes Willen. Was, der steht hinterm Bach und macht was? Die kippen oder was? Ja, wissen Sie, wo Sie gelandet sind? Nee, weil hier da nicht. Sie sind hier mitten im Puff. Meine Damen und Herren, man muss versuchen, in so einer Situation, in so einer Leistung, eine Fassung zu bewahren. Und wenn ich hier auslippe, meine Damen und Herren, das mache ich für Sie. Hier! Scheiße, ich hab hier die Gärung drin von 2 Wochen. 3, 2, 1, yes! Wie viel? Sag ich! Sagen Sie es nicht! Sag ich! Jetzt! Das ist doch der Grund!